So, wir sind es mal wieder von endlichdurchblick.de oder auch schnelldurchblicken.de. Unser Thema heute ist Rhythmus in Gedichten. So erkennt man fast alles. Viele haben nämlich ja Schwierigkeiten und denen wollen wir ein bisschen helfen. Ganz kurz drei wichtige Hinweise. Am Ende verweisen wir auf eine Dokumentation. Man muss also nichts mitschreiben. Denkt bitte dran, wenn es ganz schnell geht, dann kann man auch mal auf die Pausentaste drücken. Und wir bieten eben auch Support, wenn jemand Fragen hat und so weiter, sagen wir am Ende auch, wie man uns erreichen kann. Okay, dann legen wir einfach mal los. Das Problem ist also, Gedichte sind an sich schon schwierig. Und dann auch noch Rhythmus. Glücklicherweise gibt es eine Maschine, die einen sicher ans Ziel bringt. Ich glaube, wir können mal hier ein bisschen mehr reinbringen. So, das sieht deutlich besser aus. Der entscheidende Punkt ist, man muss die Silben der Wörter checken. Und zwar immer die Frage, sind sie betont oder unbetont? Wir ziehen das jetzt mal an einigen Beispielen durch. Da gibt es den berühmten Spruch, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Die Silben sind Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Da sieht man eine gewisse Regelmäßigkeit. Das Ganze beginnt mit einer betonten Silbe. Danach kommt eine unbetonte Silbe und das zieht sich so entsprechend durch. Wenn man da ein bisschen unsicher ist, bei Macht und Froh, diese einsilbigen Wörter, haben natürlich keine Betonung. Das hängt dann davon ab, dann beginnt man einfach mit den langen Wörtern. Das heißt also hier, wir nehmen das mal auf Rot hier, diese Wörter, die sind entscheidend, weil man an ihnen nämlich den Rhythmus erkennt und dann guckt man, ob der Rest diesem Prinzip entspricht, dass es eben regelmäßig sich abwechselt. Gut, wer nie sein Brot mit Tränen aß, der weiß auch nicht, wie Krümel pieken. Wir wenden das gleich mal an und nehmen eben hier Tränen, Krümel und pieken. Dann gucken wir doch mal, wie das jetzt hinkommt. Ne? So, wer nie sein Brot mit Tränen aß, der weiß auch nicht, wie Krümel pieken. Man sieht also hier auch eine Regelmäßigkeit, nur ist die eben andersrum als bei dem Haribo-Text. Dann das dritte Beispiel von Heinz Erhardt. Ne? Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Entspricht also wieder dieser ersten Variante. Dann haben wir das schon mal so ein bisschen klar, weil es geht also um die Silben und die Frage Betonung oder Unbetonung. Man macht das so, dass man die betonten Silben meistens mit einem Akzent versieht und die andere dann mit einem flachen Strich und dann hat man das schon. Zur Seite 2. So, wir selbst haben uns mal den Spaß gemacht, diese Maschine in ein kleines Gedicht zu fassen, das wie eine Gebrauchsanweisung ist. Ne? Die Maschine scheint so weit entfernt von allem, was schön ist. Also das Gedicht ist ja schön. Und doch, sie hilft zumindest, die Schönheit des Schönen zu entdecken. Das heißt, mit dieser Maschine, die wir gleich vorstellen, kann man dann das Schöne, die Betonung im Gedicht entdecken. Man achtet nur auf die Betonungen. Ist da ein ständiger Wechsel, dann freut man sich sehr, dann weiß man, aha, Jambus oder Trocheus und so weiter. Das werden wir jetzt gleich mal hier entsprechend auswerten. Das kann man sich in Ruhe mal durchlesen. Ne? Gedichte können also auch eine Gebrauchsanweisung sein. Das ist nicht ganz so wichtig jetzt. Hat uns nur einfach Spaß gemacht, das mal in einem Gedicht zu formulieren. Die Rhythmusmaschine. Wenn der ständige Wechsel der Betonungen ist, dann hat man ein sogenanntes Alternieren, lateinisch altus ist der zweite. Alternieren heißt also, dass man entweder mit einer betonten Silbe beginnt, dann unbetont oder umgekehrt. Wenn ein Pärchen, da hätten wir das Pärchen, das wäre so ein Fall, mit einer betonten Silbe beginnt, dann ist es ein Trocheus. Bei der unbetonten Silbe ist es ein Jambus. Das werden wir gleich ausprobieren. Das Problem ist hier, dass diese beiden Wörter nicht viel aussagen. Wir selbst haben uns das immer gemerkt, dass wir das Wort Jambus dann genau falsch ausgesprochen haben. Wir haben uns das Jambus gemerkt. Dann wussten wir eben, Jambus. Wenn also eine unbetonte und dann eine betonte Silbe da ist, dann ist ein Jambus. Da muss das Gegenstück halt ein Trocheus sein. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber das sollte schon klappen.
Wir haben jetzt mal drei Gedichte ausgesucht. Das könnt ihr jetzt natürlich selbst mal erstmal probieren, wie da die Betonungen sind. Ansonsten machen wir das jetzt eben schnell. So, es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst. Streng genommen muss man das jetzt das ganze Gedicht durchmachen, aber meistens ist das so, dass Gedichte doch ziemlich gleichmäßig aufgebaut sind. Man sollte es zur Sicherheit mal machen, aber ansonsten einmal vorne, einmal zwischendurch oder hinten, dann hat man das. Aha, wir haben gesagt Jambus, also ist das ein Jambus. Und weil man 1, 2, 3 Hebungen hat, drei betonte Silben, sagt man dann dreihebiger Jambus oder wir sagen halt Jambus. Dann ahnt ihr wahrscheinlich schon, was jetzt kommt, nämlich schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Wenn es kein Jambus ist, es alterniert, aber es ist kein Jambus, es beginnt ja mit einer betonten Silbe, dann kann das nur ein Trocheus sein. Und in diesem Fall ist es 1, 2, 3, 4 hebig, ein vierhebiger Trocheus. Dann haben wir ein Beispiel mal rausgesucht, wo man aufpassen muss. Theodor Storm, die Stadt am grauen Strand, am grauen Meer. Aha, das ist wieder hier die Mondnacht-Variante. Also das sieht nach einem Jambus aus. Und seitab liegt die Stadt, der Nebel drückt die Dächer schwer. Und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Passt also alles? Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel. Und jetzt wird es schwierig, kein Vogel ohn unter. Ne? Also hier sieht man, das funktioniert nicht. Man nennt so etwas eine sogenannte Störung. Die hängt nicht damit zusammen, dass die Dichter zu blöd sind, um das besser zu machen, sondern das ist meistens eine Stelle, die besonders wichtig ist. Und hier ist das wirklich der Fall, denn hier wird ja eine ruhige Atmosphäre geschildert, die soweit ganz okay ist. Aber hier, kein Vogel, ne, ist da ohne Unterlass, also ohne, dass eine Unterbrechung da wäre, dass er ständig singt. Das ist dann eine nicht so schöne Sache und das wird dann eben hier auch so ausgedrückt. Und dann geht es aber gut weit, die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei. Das geht also weiter. Ein vierhebiger Jambus, ne? Das wollen wir mal hebig schreiben, aber eben mit einer Störung. Das ist natürlich gut, dass man wichtig ist, dass man solche Stellen entsprechend auch findet. So, dann haben wir noch was anderes ausprobiert, ne? Von Goethe, Glückliche Fahrt. Die Nebel zerreißen, der Himmel ist helle. Immer dann, wenn regelmäßig eine Abfolge von betonter und unbetonter Silbe da ist, dann nennt man das einen Daktylus. Man darf sich hier nicht davon stören lassen, dass hier vorne erstmal nur einer ist. Darauf kommt es nicht an, sondern man merkt, das hat so einen Walzerrhythmus. Die Nebel zerreißen, der Himmel ist helle und Aeolus löset das ängstliche Band. Da merkt man, das ist ein regelmäßiger Rhythmus. Das ist dann ein Daktylus und es kann einen sogenannten Auftakt hier vorne haben. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Jetzt kommt natürlich das Gegenstück von Mahnung. Ne? Und zwar haben wir eingestellt, kommst du mit, sagte ich, heute Nacht mit Laternen auf den Platz, wo man ruht, wenn die Zeit ist vorbei, na ist vorbei, für des Lebens Genuss sehen wir da, ach ein Graus, einen Grabstein mit Spruch, heute ich, morgen du. Also das würde man dann so sagen, ne? Heute ich, so also, ne? So heute ich, morgen du. Jetzt waren wir selbst ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall haben wir das Gegenstück hier, das ist der Trocheus. Der kommt seltener vor, seltener. Und das beginnt immer mit zwei Unbetonten. Kommst du mit, sagte ich, heute Nacht mit Laternen, heute ich,
Morgen du, das nennt man dann Quatsch, natürlich kein Trocheus, das ist ein Anapäst. Wer jetzt eben schon ein bisschen gestutzt hat, der hat gezeigt, dass er schon Ahnung hat. Die anderen sind auf dem gleichen Niveau wie wir, die müssen erstmal nachdenken. Das nennt man Anapäst. Und das Schöne an Dactylus und Anapäst ist, dass das genauso ist, was es meint. Dactylus Anapäst. So, dann haben wir noch ein drittes Gedicht rausgesucht. Da sieht man, dass es Gedichte gibt, na, die sind daktylisch. Ne? Da merkt man, das ist so sowas in so einem Dreierrhythmus, aber ist nicht richtig durchgezogen. Es schienen so golden die Sterne. Das sieht gut aus, ne? Immer eine betonte, zwar unbetonte. Am Fenster ich einsam stand. Ne? Da ist das nicht mehr. Da haben wir nur noch eine unbetonte Silbe hier. Und dann machen wir hier mal weiter und hörte aus weiter Ferne. Aha, da haben wir die nächste Störung schon. Man sieht, das ist nicht durchgezogen. Und dann macht man einfach Folgendes, dass man sagt, es ist ein daktylischer Rhythmus, aber nicht einheitlich. So, das soll einheitlich heißen hier. Das gibt es also durchaus auch. So, dann gibt es noch, das machen wir ganz kurz jetzt, sogenannte freie Rhythmen. Da merkt man, selbst Goethe hat nicht immer auf Rhythmus geachtet. Ne? Das lese ich jetzt mal ganz anders. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe, knabengleich. Der Disteln köpft an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut. Und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Man merkt, das ist reine Sprechsprache. Das ist wirklich Sprechsprache ohne Gedichtrhythmus. Und das nennt man dann freie Rhythmen. Und dann haben wir unser Gedicht nochmal hier aufgeführt. Das gehen wir nochmal einmal jetzt durch. Das ist auch gleichzeitig die Wiederholung. Sieh, die Maschine scheint so weit entfernt. Maschinen und Gedichte haben nichts zu tun miteinander. Von allem, was schön ist. Und doch, sie hilft zumindest, die Schönheit des Schönen zu entdecken. Man achtet nur auf die Betonungen. Wenn sie sich abwechseln, freut man sich sehr. Dann weiß man Jambus oder Trocheus. Man muss sich nur noch merken, ob die Betonung vorne ist, Trocheus. Oder hinten im Zweierpaar, dann Jambus, so sagen wir ja. Dann gibt es auch noch Dactylus und Anapäst. Welch Glück, die sind, so wie sie klingen. Also man sieht, ne, das ist normale Sprache. Als wir das Gedicht gemacht haben, haben wir uns nicht an Rhythmus gehalten. Normale Sprache, das heißt also ohne festen Rhythmus. Da kommt es nur darauf an, dass man eben die Dinge, um die es geht, halt in Zeilenform packt. So, jetzt sind wir auch schon ziemlich durch. Ich habe doch hier eine Zusammenfassung. Ne? Was man tun kann, um Rhythmus sicher zu werden, da haben wir noch ein paar Vorschläge. Übung macht den Meister. Na, was ist es? Es ist natürlich ein Trocheus, weil die Betonung vorne ist. Übung. So, da kann man mit Vornamen spielen. Leonie, das ist ja fast Leonie. Wenn man das so betonen würde, dann wäre es ein Daktylus. So, aber kann natürlich auch sagen, Leonie, du bist so schön. Dann hätte man einen regelmäßigen Rhythmus und es wäre dann natürlich wieder ein Leoni, ein Trocheus. Die anderen Namen könnt ihr selbst mal durchspielen. Emily, das wäre die gleiche Geschichte wie Leonie. Lukas, ne, das wäre ein Trocheus vorne. Lukas, Florian oder eben Florian, das wäre wieder entweder ein Trocheus oder ein Daktylus. Und seltener haben wir Vornamen, die auf der zweiten Silbe betont werden. Das wäre bei René zum Beispiel. Franziska, Caroline, Maximilian, wenn man das so betont, Anastasia. Also man kann wunderbar mit Vornamen auch mal spielen, mit beliebigen Wörtern, indem man ein beliebiges Wort nimmt wie Kindergarten meinetwegen zum Beispiel oder Schulkonzert, Kindergarten. Da sieht man, das ist eher ein Trocheus. Oder man holt sich einfach Gedichte aus dem Internet
und schmeißt die Rhythmusmaschine an. Man sucht erstmal die betonten Silben. Ne? Man geht von der natürlichen Betonung aus. Wir hatten das eben bei Kindergarten. Oder zum Beispiel, was nehmen wir als Beispiel, Fußballspiel. So. Und guckt dann, ob es alterniert. Wenn die Betonung vorne, dann Trocheus, sonst Jambus. Und ansonsten prüft man, ob immer eine betonte und zwei unbetonte Silbe folgen. Dann ist das dann Dactylus anapaest. Sonst hat man freie Rhythmen oder einfach Verzicht auf einen festen Rhythmus, wie wir das eben hatten. Jetzt noch am Ende kurz den Hinweis. Ne? Die Informationen hier findet man auf dieser Seite. Da kommt man dann entsprechend weiter, ne, zu dem Video hier auch. Ne? Bitte auch danach gucken, ne, ob es vielleicht Aktualisierungen oder Korrektur von Fehlern gibt. Wir machen manchmal natürlich auch Fehler hier. Ihr könnt euch dann an uns wenden, schnell durchblicken, Kontakt. Bitte hier exakt die E-Mail-Adresse eingeben und dann freuen wir uns über Anregungen und Tipps und beantworten das natürlich auch gerne hier unten um unsere Seiten. Okay, wir hoffen, dass wir ein bisschen Licht in die Welt des Rhythmus haben bringen können und würden uns freuen, wenn ihr den Kanal schnell durchblicken, demnächst mal wieder anwählt.